Sehr schön. Also dann übergebe ich dir gleich mal das Wort, Vincenzo, und du kannst dich mal gerne vorstellen, bitte. Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Vincenzo. Ja, was soll ich sagen? Ich bin spiritueller Lehrer, beziehungsweise auch Meditationstrainer, gebe ganzheitliche Lebensberatung und ja, bin jetzt hier gerade live aus Köln und freue mich dabei zu sein. So. Und wie bist du dazu gekommen, spiritueller Lehrer zu sein? Du hast ja auch ein Buch geschrieben, gell? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, kann ich mal ganz kurz in die Kamera halten? Das ist jetzt gerade frisch rausgekommen beim De Beer Verlag. Der Titel heißt Vom einfachen Finden des Glücks über den Sinn des Lebens. Ich denke, glücklich sein, der Sinn des Lebens, da werden sicherlich viele mit einig sein. Warum wollen wir, was wir wollen? Letztendlich wollen wir natürlich glücklich sein. Daher der Titel. Und um nochmal auf deine Frage nochmal darauf zurückzukommen, wie bin ich dazu gekommen, dass ich spiritueller Lehrer bin? Tja, das ist natürlich eine sehr spannende und interessante Geschichte. Ich werde die Kurzform natürlich jetzt anbieten hier live. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Das war auch kein Plan von mir, den ich hatte. Ich habe bis circa zum 21. Lebensjahr, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein normales Leben geführt. Das heißt, Mensch sein, identifiziert sein, eine große Wunschliste zu haben, wo gerade mal vielleicht ein Viertel von erfüllt war. Aber ich hatte ja noch die Zukunft mit 21, das war noch relativ jung, würde ich sagen. Und dann ist natürlich sowas wie ein, ja, wie soll man es nennen, eine Art göttlicher Unfall passiert, könnte man sagen. Ich bin eigentlich wie gewohnt abends schlafen gegangen und dann mitten in der Nacht sind irgendwie meine Augen aufgegangen, obwohl der Körper noch fest schlief. Ich konnte wahrnehmen und sehen, aber nicht denken und nicht interpretieren. Das war wie eine Art Hypnose, könnte man sagen. Das Bewusstsein war da, die Augen waren offen, man konnte wahrnehmen, aber man konnte es nicht interpretieren oder denken. Und dann habe ich nur gesehen, wie ein helles, weißes Licht auf mich zugekommen ist. Und dann schien es so, als ob es mich beobachtete und auf einmal ging es dann in mich rein und es gab wie eine Art Explosion von Licht und dann auf einmal war nichts mehr. Dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, habe mich aufgesetzt und das Erste, was ich gedacht habe, war, was war das? Weil ich wusste genau, es war kein Traum, es war keine Einbildung, keine Vision, keine Traumart, es war Realität. Und das hat natürlich mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt, denn ich musste nachher den Alltag verdauen mit dieser sogenannten Erfahrung. Und das normale Leben, in Anführungszeichen, was ich damals hatte, war dann ja ruiniert, könnte man sagen. Nach dem, was da passiert ist, konnte man einfach nicht mehr so weitermachen, als ob nichts passiert wäre. Es war so eine Zeit, da war ich viel unterwegs, war gerne auf Partys, habe mit 21 halt vieles, was halt altersgerecht ist, gemacht. Und das hat natürlich das ganze Leben, das hat die Wurzeln praktisch erschüttert. Und dann langsam fing es natürlich an, Gestalt anzunehmen. Das heißt, intuitiv habe ich mich dann in die Richtung Spiritualität bewegen müssen. Ich hatte gar keine Wahl. Das Leben konnte nicht mehr so weitergelebt werden nach dieser Erfahrung. Und dann kam ich dann langsam in diese Resonanz mit Meditation, mit Selbsterkenntnis, mit Erwachen und wie man das alles jetzt auch nennen mag. Ja, und dann war es eine Art Selbstläufer. Der Weg ging circa 14 Jahre lang und bis zum letzten Moment hatte ich das Gefühl, ich kann was dafür tun oder ich kann nichts tun oder irgendwie muss von mir irgendetwas passieren oder nicht passieren, damit man da weiterkommt. Aber letztendlich war die Erkenntnis, dass eigentlich nichts hier passiert ist. Das ist eigentlich nur dieses Glücklichsein, also vielmehr das, was man sich von dem Wunschzettel verspricht, dass das eigentlich der natürliche Zustand ist und dass es nur das gibt und dass wir alle das sind. Dann kommen natürlich Menschen zu mir und haben gesagt, du hast irgendwas, fang mal an dazu, was zu sagen oder teil das oder also in dieser Art hat sich das dann alles entwickelt. Ich selber hatte nicht direkt den Drang, dass ich jetzt die Menschen irgendwie belehren oder irgendwie helfen könnte oder müsste.
Denn in der Erkenntnis ist eigentlich alles bereits vollkommen so, wie es ist. Da sieht man nicht mehr Menschen, die wirklich verloren sind. Man sieht eigentlich nur die Vollkommenheit in allem. Aber es hat sich letztendlich doch so herauskristallisiert, dass ich dann halt anfing, das zu teilen, in dem Sinne, darüber zu sprechen, Impulse zu geben. Und so hat sich halt die Struktur entwickelt nachher als spiritueller Lehrer, Lebensberatung und so weiter. Und das läuft jetzt noch nicht so lange, aber mittlerweile ist das schon vertreten. Ja, mehr fällt mir. Du weißt ja, hier sind ganz viele Menschen, die wollen gerne wissen, wer sie wirklich sind. Ja, das ist wunderbar, das freut mich. Das ist das Schönste, was es gibt, wenn Menschen wissen wollen, wer da was sie wirklich sind. Dann werden die Tagesthemen milder. Dann wird diese Welt ein wundervoller Ort sein. Dann wird jeder sein Geburtsrecht leben können. Wir werden alle glücklich sein. Es wird Frieden sein. Das ist wunderbar. Allein das schon zu wollen, ist schon Gnade. Wissen zu wollen, wer oder was wir wirklich sind. Der scheinbare Haken ist nur der, dass man es nicht vom Intellekt heraus erfassen kann. Es ist, wenn wir es definieren über den Verstand, dann ist es eher eine intuitive, man könnte auch sagen energetische Natur. Die Menschen, die in tiefe Meditation gelangen, wissen, was ich meine, wenn ich von Fühlen, von Sein, von Energetischen her spreche. Das heißt, dass die Selbsterkenntnis ist kein Gedanke, ich bin die Einheit, ich bin Liebe oder ich bin das. Das sind nur Gedanken, die kann man denken und mehr ist das nicht. Es ist aber ein Anfang. Es ist auch kein Gefühl, was kommt und geht. Mal sind wir gut gelaunt, wenn sich die Fassade im Außen so zeigt, wie wir sie gerne hätten. Dann passiert wieder irgendetwas, was nicht so ist, wie es sein sollte. Dann fühlen wir uns alle wieder depressiv oder schlecht gelaunt oder... Also es ist auch kein Gefühl, was kommt und geht. Es hat nichts mit Abhängigkeit zu tun. Gedanken und Gefühle haben immer was mit Abhängigkeit zu tun. Das Außen muss immer so sein, wie wir es gerne hätten, sonst haben wir Widerstand gegen das Außen. Und sobald wir Widerstand gegen das sogenannte Außen, den Gedanken, den Gefühlen haben, die dadurch reflektiert werden, dass die Fassade, die Lebensumstände nicht so sind, wie wir sie gerne hätten oder wie sie auf dem Wunschzettel standen, wobei auch der Körper nachher drunter er wird damit reingezogen. Wenn wir uns natürlich nicht gut fühlen, entstehen natürlich auch Krankheiten im Körper. Der Energiefluss ist halt blockiert. Und das hat alles was mit Abhängigkeit zu tun. Das sind alles Systeme, die sich gegenseitig energetisieren. Und Freiheit ist gleichzeitig Selbsterkenntnis. Und Freiheit ist bedingungslose Liebe, in Klammern glücklich sein. Das Glück, das keinen Namen hat, wo man sagt, glücklich sein ist die wahre Natur. Und das ist, wie gesagt, keine Emotion, kein Gefühl, kein Gedanke, kein Körperbewusstsein von jetzt bin ich jung und stark und später bin ich alt. Das hat nichts mit Abhängigkeit zu tun. Das ist eine Unbeschreiblichkeit, nennen wir es einfach die Einheit, um es zu vereinfachen. Und diese Einheit, die ist, ja, ich könnte jetzt sagen, es ist eine Art Seinsfühlung, aber keine Erfahrung, die man fühlen und teilen kann. Und das ist dann immer die Sache, wenn man sagt, wenn du spiritueller Lehrer bist, dann fühlst du die Einheit, du strahlst sie aus, du teilst sie scheinbar, nicht wirklich. Das, was ohne ein zweites ist, kann man natürlich nicht fühlen und teilen, denn es ist ja ohne ein zweites. Wer oder was sollte es empfangen? Aber solange diese Identifikation passiert, und die passiert circa ab dem dritten Lebensjahr, ich nenne es auch die Basisidentifikation aus der Kindheit, wird da eine Person energetisiert. Und auf den Körper interpretiert. Und dann haben wir das Gefühl zu 100%, wir sind geboren, wir leben, wir sind nur dieser Körper, alles andere ist getrennt. Und das, was diese bedingungslose Seinsfühlung ist oder die Einheit, die geht automatisch in den Hintergrund, sie kontrahiert praktisch. Und dann kann der Mensch nicht mehr vor einem Mülleimer sitzen und sich ekstatisch und glückselig fühlen. Das geht dann nicht mehr. Das ist dann kontrahiert, diese Nicht-Erfahrung. Und dann automatisch, logischerweise, strebt er dann im Außen nach Glück. Das heißt, dann kommen die Eltern, die Schule, die Freunde, die Institutionen, die wir haben und sagen, das und das ist gut, wenn du das und das hast, wirst du ein gutes Leben haben. Das sind dann die programmierten Wünsche, die wir bekommen von der Gesellschaft. Und dann laufen wir natürlich ein Leben lang hinterher, diese zu erfüllen. Und wenn wir sie dann erfüllt haben, fühlen wir uns zufrieden und glücklich, scheinbar. In Wahrheit ist es so, wir fühlen uns nur zufrieden, wenn sich ein Wunsch erfüllt, weil wir dann keinen Widerstand mehr leisten gegen das, was sich gerade zeigt, weil es unserer Konditionierung entspricht. Und sollte sich dieser Wunsch nicht erfüllen,
fühlen wir uns nicht glücklich, weil wir dann Widerstand leisten gegen diese Fassade, die sich gerade zeigt. Und dann wollen wir natürlich die Fassade, die Lebensumstände verbessern und kämpfen und kämpfen. Und diese Flickschusterei betreiben wir dann ein Leben lang. Und dann muss man natürlich noch sagen, gibt es zwei Möglichkeiten im Leben, unglücklich zu sein. Und das ist eigentlich letztendlich ein Heilungsangebot, letztendlich. Die erste Möglichkeit, unglücklich zu sein, ist, wenn man nicht bekommt, was man möchte. Gut, das kennen wir. Aber die wenigsten wissen, dass die zweite Möglichkeit ist, unglücklich zu sein, wenn wir bekommen, was wir möchten. Denn wenn wir bekommen, was wir möchten, es wird nicht lange halten, diese Zufriedenheit, diese Erfüllung. Es ist egal, was es ist, ob wir den Traumpartner kriegen, das viele Geld, die Gesundheit, was auch immer. Es wird ein Moment kommen, wo so etwas wie Gewohnheit passiert, wo etwas passiert wie, ja okay, jetzt habe ich das alles erreicht und was jetzt? Denn solange diese Basisidentifikation in der frühen Kindheit passiert, wo das Sein, die Einheit, sich mit sich selbst, mit seiner eigenen Schöpfung identifiziert, könnte man sagen, woraus nachher die Person energetisiert wird und wir das Gefühl haben, wir existieren. Also sterben wir auch. Und ein intelligenter Mensch, ein richtig intelligenter Mensch, gibt sich doch niemals damit zufrieden, höchstens 100 Jahre lang seinen Wunschzettel zu erfüllen und dann letztendlich doch sterben zu müssen und dann nicht zu wissen, was später ist. Das wird nicht genug sein. Allein aus psychologischer Ebene wird der Mensch immer eine gewisse Anspannung in sich fühlen, weil er weiß, es ist alles temporär, es ist zeitbedingt und es ist auch nicht Natur der Dinge, der Sachen, dass es irgendetwas gibt, was größer und erfüllender sein kann als die Quelle. Also das Gemachte kann nicht größer als die Quelle sein von Freude und von Erfüllung. Und so ist das indirekt ein Heilungsangebot, dass der Mensch von klein an sich identifiziert, auf der Suche geht nach dem, was in Wahrheit ohne ein zweites ist, auch wenn es nicht so empfunden wird, seine Erfahrungen im Leben macht, seine Höhen und Tiefen erfährt. Bei manchen passiert es dann, dass sie sagen, ja okay, bis hierhin, ich habe verstanden, egal was noch kommt oder nicht kommt, genug wird es nie letztendlich sein, denn solange man identifiziert ist, lebt man im Mangel und das heißt nicht genug, nicht genug. Und egal was kommt, egal was man letztendlich doch noch erreicht oder nicht erreicht, es wird immer ein Schmerz übrig bleiben. Und das ist alleine die Erkenntnis, dass man vergänglich ist. Und so kann es dann passieren, dass manche Menschen auf einen spirituellen Weg kommen und anfangen, nach innen zu gehen, ihre wahre Natur zu erforschen. Und dann kommen sie in Berührung, vielleicht erstmal nur zeitweise, mit etwas Leuchtendem, was nicht der Zeit unterliegt, was das ewige Leben ist, was außerhalb von Raum und Zeit ist. Und dann kann dies sich festigen und dann kann dies langsam in den Alltag integriert werden. Und dann passiert es, dass es aus sich selbst heraus viel mehr passiert, dass man grundlos in Frieden, voller Freude ist, egal wie die Umstände sich gerade zeigen. Das heißt nicht, dass man keine Vorlieben mehr hat. Nein, die Vorlieben bleiben natürlich. Aber man hat letztendlich mehr Energie, mehr Intelligenz, wesentlich mehr Gesundheit und Entspannung, auch die Ziele letztendlich zu erreichen, die aber nachher auch in Resonanz mit dem wahren Sein sind. Denn was nützt es, wenn man aus einem unbewussten Zustand namens Identifikation sich einen Wunschzettel bastelt und die Wünsche, die draufstehen, entsprechen der Unbewusstheit und diese erfüllen sich, dann ist das wieder eine Wechselwirkung, die sich gegenseitig stärkt und am Ende kommt letztendlich Leid raus. Wenn man aber jetzt nach innen geht und kommt mit der Freude und der Fülle, die ohne Ursache ist, die zeitlos ist, in Berührung, das wahre Glück in anderen Worten, alles, was daraus gedacht, gefühlt und gehandelt wird, können wir auch symbolisch den Wunschzettel wieder nehmen als Kreation, Inspirationen und so weiter, entspricht dieser Frequenz. Und dann haben wir die Frequenzhaltung auf diesem Level, würde ich sagen. Dann sind die Wünsche, die in Erfüllung gehen, durch das Denken und Fühlen und Handeln zum Wohle aller. Und das sind auch dann die authentischen Wünsche, könnte man sagen, die authentischen Kreationen. Das heißt zum Abschluss, man kann in dieser Welt alles oder nichts haben. Wenn man nicht weiß, wer oder was man ist, wird man immer letztendlich einen Schmerz in sich fühlen. Egal, ob man bekommt, was man will oder nicht. Und wenn man weiß, wer oder was man ist, was kein Gedanke ist, was kein Gefühl ist, was zeitlos ist, kann man letztendlich alles haben. Man ist vielmehr alles. Man ist diese Seligkeit, die sich dann verwirklicht im Denken, Fühlen und Handeln zum Wohle aller. Und dann kommt im Außen wie ein Magnet auch
wirklich das, was einem entspricht. Viele Vorlieben und Wünsche sind konditioniert. Da haben die Eltern versucht, sich durch das Kind zu verwirklichen. Das Kind wollte vielleicht was ganz anderes im Leben, ist vielleicht gar nicht dafür gemacht. Und so kann man an diesen kleinen Beispielen erkennen, dass Selbsterkenntnis nicht die beste Lösung ist, um ein ewig erfülltes Leben zu haben. Mit ewig meine ich, was darüber hinausgeht, was wir Leben nennen. Es ist also nicht die beste Lösung, es ist die einzigste. Jetzt habe ich gleich die schwierigste Frage für dich. Weil ja, das ist die Frage, die eigentlich die meisten Menschen so aus der Bahn bringt, wenn es sich um einen Schicksalsschlag handelt. Oder wenn man entweder das Leben oder die Gesundheit einer geliebten Person verliert oder sieht, wie das verloren wird oder selbst eben in so eine Situation kommt. Ja. Wer bin ich dann? Wie kann ich das handeln? Ja, hier ist natürlich auch wieder die Selbsterkenntnis. Es gibt einen sehr schönen Spruch von Buddha. Er sagte, wer wahrhaft versteht, also hier, verzeiht allem. Das ist jetzt natürlich sehr leicht gesagt. Es ist so, dass wir heute in einer Zeit leben, die natürlich sehr herausfordernd ist, besonders auch für den menschlichen Körper. Und die, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehmen darf zum Thema Krankheit, die Krebsrate ist gerade drastisch am Steigen, besonders die Hirntumore. Das hat auch etwas damit zu tun, dass die Menschen gerade anfangen, mit Frequenzen und Strahlen zu experimentieren, ohne große Studien, in Klammern 5G und so weiter. Und ich kann im eigenen Umfeld dies beobachten, dass sehr viele Menschen in kürzester Zeit an Krebs zum Beispiel verstorben sind. Und es ist im Moment eine sehr ungesunde Zeit. Denn es ist ja der Frequenzbereich. Wenn 7 Milliarden Menschen, der größte Teil davon unbewusst denkt, fühlt und handelt, haben wir ja diese Welt da draußen mit den Strukturen, die in Resonanz sind mit dem Bewusstseinszustand. Und ein identifizierter Bewusstseinszustand ist natürlich negativ, also sind auch die Kreationen negativ. Das ist der Grund, warum wir diese Wirtschaft haben, diese Politik haben, die ganzen Seuchen, Pest und Plagen haben und natürlich auch wachsende, steigende Krankheitsbilder. So, und wie gesagt, die Selbsterkenntnis, das nach innen gehen und daraus denken und fühlen, handeln, würde natürlich eine neue Welt hervorbringen. Es ist ja auch sehr ansteckend letztendlich, diese Frequenzhaltung. Und also macht es quasi, das Kranke macht ja dann noch mehr krank in dem Sinn. Ja, also es ist der Bewusstseinszustand, der entscheidet über die Kreation. Wenn man jetzt aus einem bewussten Zustand denkt, dann sind da automatisch Gedanken wohlwollend, zum Wohle aller. Die haben aber auch keine Störungen nachher drinnen. Da kommen keine Zweifel, aber und wenn nicht, wenn ein Mensch identifiziert ist und er will was Gutes tun, er hat so viele unbewusste Selbstzweifel, dass diese Energie sich gar nicht wirklich positiv unbedingt immer entfalten kann. Es gibt da ein schönes Experiment. Es gibt viele Menschen, die sagen, alles, was ich erreichen will, erreiche ich, außer die Sachen, die mir wichtig sind. Ja, das liegt daran, weil die Dinge, die dir wichtig sind, da drin ist eine zu große Erwartungshaltung, eine zu große Spannung. Denn jetzt verrate ich mal noch ein kleines Geheimnis und dann gehen wir noch mal genauer auf die Frage ein bisschen genauer noch ein. Ganz kurz hierzu noch. Glück kreiert Glück. Wenn man weiß, was man ist, wer oder was man wirklich ist, ist das Glück. Wenn ein Mensch wirklich glücklich ist, hat er dann noch Wünsche? Nein. Das heißt, solange man Wünsche hat, ist man nicht glücklich. Und solange man nicht glücklich ist, sind da Zweifel, Sorgen und Ängste. Allein die Todesangst bleibt bis zum Schluss unbewusst bestehen, weil man hält sich ja nur für den vergänglichen Körper. Das heißt, was Jesus sagte, trachtet nicht danach, was ihr tragen werdet, was ihr zu essen haben werdet, trachtet nur nach dem Höchsten und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch dazugegeben. Das ist möglich aus der Selbsterkenntnis. Nicht, wenn ein Ego kommt und sagt, ich will glücklich sein, ich fühle mich nicht erfüllt, das mag ich alles nicht, ich nehme mir jetzt einen Zettel und versuche das umzusetzen. Da ist ganz klar eine Energie von Mangel drin, von Widerstand drin. Während, wenn man sich vor einem Mülleimer hinsetzt und man fühlt sich ekstatisch aus sich selbst heraus, weil man seine Natur weiß,
Wenn man dann anfängt zu denken, zu fühlen und zu handeln, das ist eine ganz andere Energie. Da gibt es keine Abers und Zweifel und Ängste drin. Das ist eine ganz andere scheinbare Manifestation zum Wohle aller. Aber wenn es jetzt so ist, wie du eben gesagt hast, wenn jemand krank ist, was kann man da machen? Dann sind wir im Bereich des Zulassens mit der Sache sein. Das bedeutet, wenn etwas im Leben passiert, wir können es ein bisschen verallgemeinern, was Schmerz hervorbringt, was Leid hervorbringt, gegen das man auf gesunder Weise eine Abneigung hat. Denn wir sind ja alle keine Heuchler. Wir sagen ja nicht, wenn wir schwer krank sind oder jemand, den wir lieben, dass, wenn der schwer krank ist, ja, okay, das lassen wir jetzt zu, das ist okay so. Nein, natürlich nicht. Wir werden natürlich alle unser Bestes geben, um wieder Heilung in die Sache zu bringen. Und dafür muss man ja auch denken, fühlen und handeln und was tun. Es ist ja nicht immer so, dass alles von nichts passiert. Das ist absolut richtig. Die Frage ist nur, handelt man, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen, aus Mangel oder aus Fülle? Das ist hier die entscheidende Sache. Wenn man jetzt Widerstand gegen seine Krankheit leistet oder gegen ein Schicksal leistet, was einem im nahen Umfeld passiert, dann verstärkt man eigentlich das Leid. Und jetzt kann man aber nicht hingehen und das abschalten und sagen, okay, ich schalte jetzt um. Nein, wenn man identifiziert ist, kann man nicht einen gewissen Abstand sofort von 0 auf 100 haben. Das muss man sich dann langsam aufbauen, diesen Abstand. Es ist sehr leicht zu sagen, sei mit dem Schmerz, sei mit dem Schicksal, hader nicht damit. Beobachte, ohne zu interpretieren, und schau, was passiert. Der Zweck an der Sache ist folgender. Wenn man Widerstand leistet gegen eine Krankheit oder gegen einen Schicksalsschlag, geht die Energie, die Heilung ist, die Fülle des Seins, mal so ausgedrückt, in den Hintergrund, sie kontrahiert, weil die Energie geht in den Widerstand. Wenn man aber das Schicksal und die Krankheit sein lässt, nicht den ganzen Tag, eine Sekunde reicht, in diesem Moment kann es passieren, dass dadurch, dass man keinen Widerstand gegen das Leid leistet, dass das eine Entspannung hervorbringt, wo der natürliche Zustand, der circa ab dem dritten Lebensjahr im Kleinkindalter kontrahiert worden ist, wieder zum Vorschein kommt. Und dann ist da das wahre Mitgefühl, die wahren Möglichkeiten, was man noch zum Heilen tun kann. Und wenn es gar keine Möglichkeit mehr gibt, gar keine, wenn es so sein sollte, wenn, dann ist da auch die Einsicht, dass in Liebe nichts wirklich verloren gehen kann. Das wäre dann die letzte Toleranz, die letzte Einsicht, dass wenn etwas so ist, was man nicht mehr ändern kann, dass aber dann wenigstens die Gewissheit da ist, es hat alles seinen Platz. Bis dahin hat man aber einen viel größeren Radius an Kapazität, Klarheit, Intelligenz und Energie. Viele Menschen sind ja fix und fertig. Die arbeiten den ganzen Tag, kommen nach Hause, haben dann noch in ihrem Umfeld Probleme und können selber gerade noch die Augen offen halten und müssen noch Energie haben, anderen zu helfen. Das ist schwierig. Aber wenn man lernt, und das geht nur in der Nicht-Identifikation mit dem Leid, wenn man lernt, nach innen zu gehen und zu fühlen, wer oder was man wirklich ist, und die Gedanken als Gedanken erkennt und nicht mehr denkt, ich bin jeder Gedanke, dann sieht man die Gedanken wie ein Film. Dann können die Gefühle nicht mehr diesen Schmerz in den Körper reinladen. Dann fühlt man die Gefühle, ohne dass sie einen in Besitz nehmen, dass sie einen aussaugen, genauer gesagt. Dann bleibt der Körper auch energetisiert. Dann spart man sich viele chronische Krankheiten letztendlich. Wunderheilungen können so passieren. Und aus dieser Klarheit ist noch eine Menge Spielraum da oder letztendlich die Toleranz da, die es dann braucht, wenn Gott es so will, dass es so ist, dass, wie es ist. So können wir hieran erkennen, dass es immer die Selbsterkenntnis ist, auf allen Ebenen, die das größtmöglichste Potenzial bereithält. Dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, du hast ja erzählt, du hast eine Energie gesehen, ja? Du wusstest ja gar nicht, was es ist, aber du hast eine Energie Licht. Gesehen. Helles, weißes Licht. Jetzt so viele Jahre danach, als was würdest du dieses helle, weiße Licht bezeichnen? Ja, das ist natürlich auch eine sehr gute Ergänzung. Das
In den ersten 14 Jahren, wo die Suche passierte, die dadurch aktiviert worden ist, durch dieses Ereignis von diesem hellen, klaren, weißen Licht. Es ist übrigens unbeschreiblich, wenn ich jetzt sage, ein weißes Licht, stellen sich jetzt viele irgendein weißes Licht vor. Das kann man sich nicht vorstellen. Was das war, das ist unbeschreiblich. Es war reine Erfüllung. Es war das Größte. Es ist unbeschreiblich, was da passiert ist. Es ist nicht in Worte zu fassen. Es war kein weißes Licht. Ich nenne es so, weil wir haben halt nur die Sprache. Es war unbeschreiblich. Wollte ich natürlich die ganze Zeit rausbekommen in den Jahren. Was war denn das? Was ist denn das? Ich kann ja jetzt, was bringt mir, wenn mir jetzt einer, was weiß ich, was ein Porsche schenkt und ich fahre irgendwo, fliege dann irgendwo hin und mache Urlaub und da, was bringt mir das? Was da passiert ist, das verblasst, es hat alles verblassen lassen. Es gibt keine menschliche Erfahrung, die da mithalten konnte. Keine. Und so war ich halt dauerhaft unzufrieden. Dauerhaft nicht, ich hatte eigentlich gar keine Wahl. Entweder gehe ich bis zum Ende, wenn es so sein soll, aber nichts anderes hätte mir zufriedengestellt. Und nachdem dann, ich sage jetzt vorsichtig, scheinbar die Erkenntnis passierte, denn vielleicht gehe ich kurz darauf ein. Das Ego, man hält sich für einen Gedanken im Kopf, der nennt sich ich oder der heißt Marco oder Claudia oder wie auch immer, wie man was auf der Geburtsurkunde steht. So, und diesen Namen, diesen Gedanken hält man für sich. Dann gibt es ein paar Gedanken, die denken, morgen muss ich um 8 Uhr aufstehen, dann muss ich das und das machen. Dann können Menschen sagen, das sind Gedanken, die denke ich. Aber wenn dann der Gedanke kommt, ja, ich bin Markus und ich bin ich und ich bin 1,80 groß und ich bin so, so und so, ah, das bin ich. Das heißt, hier passiert die Verwechslung mit den Ebenen. Manche Gedanken hält man für sich und manche hält man nicht für sich, die erkennt man als Gedanken. Und dann passiert da so eine Pseudo-Beziehung von, dass die Gedanken denken, dass sie denken können, weitere Gedanken. Also es ist eigentlich ganz simpel. Und damit identifiziert man sich. Und Zwischengestalt sind halt die Gefühle und die Körperempfindungen und so weiter und die energetisierte Trennung. Und das alles, weil die Seinsfühlung in den Hintergrund getreten ist. Wenn aber jetzt die Seinsfühlung langsam hervorkommt durch Meditation, durch bewusstes Leben, durch etliche Meditationsübungen, bei manchen Menschen passiert das auch einfach so. Es gibt Menschen, die sind einfach so aufgewacht, ohne dass sie irgendeinen Weg oder einen Prozess hatten. Das gibt es natürlich auch. Aber wenn es ein Prozess sein soll, bis zum Ende hat man immer das Gefühl, entweder ich tue etwas dafür oder ich kann nichts tun, alles passiert von selber, dein Wille geschehe. Aber in beiden Fällen muss ein Ich sein. In beiden Fällen muss eine Art Basisidentifikation sein, ein Zentrum, ein Gefühl von ich bin hier, ich bin geboren, ich sterbe, ich werde wiedergeboren. Es muss immer ein Ich, ein Zentrum da sein, um Raum und Zeit in der Form empfinden zu können. Wenn aber diese Seinsfühlung passiert oder die Selbsterkenntnis und es passiert die letztendliche Verschiebung, so dass es nicht so ist, dass man sagt, jetzt bin ich 2-3 Stunden in der Meditation und fühle mein Wesen, dann falle ich wieder raus, weil ich in der Bahn sitze, sondern wenn aus dieser Seinsfühlung, wenn die aus sich selbst heraus praktisch, wenn es aus sich selbst heraus klar ist, dass da kein Ich zwischengeschaltet mehr ist, was denkt, ich habe es geschafft, ich habe es erreicht, ich bin erleuchtet, ich bin der große Lehrer. Das sind alles Geschichten im Kopf. Es gibt gar keine Lehrer und Gurus. Jeder Lehrer oder Guru, der sich für einen spirituellen Lehrer oder Guru hält, ist keiner. Der ist immer noch identifiziert mit einem Gedanken und macht dann hier auf, ihr habt mir alles was zu danken und so ein Blödsinn. Nein, in der wirklichen Selbsterkenntnis ist nicht mehr dieses abgegrenzte Identitätsgefühl da. Da ist nur noch das, was man glaubte, in der Meditation zu fühlen. Das heißt, diese Liebe, diese Seinsfühlung, diesen Frieden, das bleibt übrig, das alleine ist. Und aus diesem Fühlen raus ist klar, das sind die Gedanken, das sind die Gefühle, das ist der Körper, das sind die anderen Menschen, das ist die Welt, das ist das ewige Leben. Und da ist dann kein Platz mehr für eine Individualität, die dann denkt, so, ich habe es geschafft, 14 Jahre, ich bin der und hier ist mein Buch und so weiter. Nein, das ist nur scheinbar. In Wahrheit bleibt da keine getrennte, energetisch gehaltene Identität mehr übrig, die das Gefühl hat, geboren zu sein und sterben zu können. Und das ist diese bedingungslose Liebe. Und wo das dann passierte, aus sich selbst heraus, oder scheinbar passierte, wenn man jetzt gut zugehört hat, dann weiß man eigentlich, dass das alles schon immer das war. Selbst die Identifizierung im Kleinkindalter, die dann läuft, ist das identifizierte Sein.
Und von mir aus später das bewusste Sein. Aber es ist alles immer Sein. Und dann natürlich wusste ich, was dieses Ereignis war, was in jener Nacht mich da schlafend überfallen hat. Es ist das gewesen. Das, was jetzt hier gerade fühlbar ist. Das heißt, da, wo ihr alle gerade seid, wenn ihr nach innen geht und still seid, könnt ihr etwas fühlen, so wie eine Art Liebe, Vibration, etwas Energetisches, eine Stille, eine Präsenz, wie man es auch nennen mag. Das, was ihr da fühlt, das ist alles, was ist. Es gibt nur das. Und warum war das bei dir so groß, so stark, so wow? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe es nicht so toll empfunden die erste Zeit. Es hat mich wirklich psychologisch fertig gemacht. Denn mein Leben hat am nächsten Morgen gewartet auf mich, wie immer. Aber ich kam mit meinem Leben jetzt nicht mehr klar, weil ich wusste, das war kein Traum, keine Einbildung. Ich habe nie in meinem Leben irgendwie geraucht oder Alkohol getrunken oder so. Das heißt, ich war absolut klar und bei Sinnen und absolut clean und so weiter. Also es war, ich wusste zu 100, sagen wir mal zu 1000%, es war kein Traum. Und das hat mich dann einfach psychologisch die Jahre fertig gemacht. Aber nur dein Verstand, dein Ego, dein Ich? Ja, natürlich, natürlich nur der Geschichte im Kopf. Denn es ist ja die Geschichte im Kopf, die dann kommt und sagt, ich bin der Vincenzo, was war das für ein Licht, was hat das zu bedeuten, was war das, was soll ich jetzt tun und so weiter. Das sind alles Gedankenspiele. Aber das, was schaut, reden wir mal anders. Es gibt Gedanken, es gibt Gefühle, es gibt den Körper, wenn wir das jetzt so als Innenwelt nennen. Aber es gibt ein Prinzip zugrunde liegend, was das alles drei wahrnehmen kann. Und das ist das Bewusstsein, das Sehen als solches. Das Gesehene verändert sich ständig. Was wir sehen, verändert sich ständig. Aber das, was schaut, das Sehen als solches, ist immer dasselbe Sehen. Das, was hier schaut, schaut auch da. Es ist immer überall das eine selbe Sehen, das eine selbe Sein. Und langsam ist es so passiert, dass eine Art Rückzug stattfand. Das heißt, ich fiel immer mehr zurück auf das, was schaut. Das heißt, ich habe Abstand gewonnen, könnte man sagen, symbolisch zu mir selber. Ich habe dann, statt zu glauben, ich bin die Gedanken gesehen. Und der Vincenzo, der letztendlich nur ein Name, ein Klang, eine Stimme im Kopf, ein Bild, ein Gedanke ist, ein Bündel von Gedanken, die persönliche Struktur, die wurde gesehen. Und dann kam die Frage, stopp, wer bin ich, der das sieht? Und wer oder was ist das, was da gesehen wird? Und dann ist so ein Abstand passiert. Und das Gleiche gibt es auch mit den Gefühlen, mit dem Körper. Aber das ist noch die halbe Wahrheit. Denn dann entwickelt man bis zum Schluss immer noch das Gefühl, man ist der Seher, der das Gesehene sieht. Da ist immer noch Schmerz, da ist immer noch Trennung. Da gibt es immer noch Leben und Tod. Da gibt es immer noch die verschiedenen Räumlichkeiten wie Wachen, Träumen, Tiefschlaf und so weiter, weil das immer noch diese Beziehung ist von Seher, Sehen und Gesehenes. Aber es gibt etwas, was allen drei zugrunde liegt, was alles drei ist im Endeffekt. Und das ist das, was man glaubt, in tiefer Meditation fühlen zu können. Man glaubt es, weil durch die Basisidentifikation wird es noch wie eine Erfahrung empfunden, wenn man sich damit verbindet. Aber in Wahrheit ist das pures Sein. Es ist keine Erfahrung. Es ist alles und nichts gleichzeitig. Und dann war aus sich selbst heraus klar, alles, was je war, ist und sein wird, ist das, was jetzt hier gerade ist. Einheit. Das, was man spüren kann. Also hast du Gott gesehen. Es gibt keinen Seher, der Gott sehen kann. Weil dann oder gespürt. Oder? Es ist vielmehr so, das Sein hat sich scheinbar mit seiner eigenen Schöpfung identifiziert, so dass es sich als zwei empfunden hat. Und dann hat es sich aus seiner Identifikation wieder zurückgezogen, um sich wieder als eins zu wissen oder zu sein. Aber Vincenzo ist nicht die Einheit. Vincenzo ist nicht das Göttliche. Das Göttliche passiert scheinbar als Vincenzo. Das Göttliche passiert scheinbar als du, als dieses Interview. Es gibt nur die Einheit, das Göttliche, dass die Welt ist, dass das Leben ist. Hier gibt es keine separaten königlichen Wesen, die irgendwie höher oder niedriger entwickelt sind. Das sind alles nur Geschichten im Kopf.
Jetzt ist leider gerade die Verbindung ein bisschen gestört. Ich höre dich nicht mehr. Ja, Dämonen austragen. Okay. Hörst du mich? Okay. Also diese ganze Geschichte, weißt du, Leute wollen ja dann immer so irgendwie Geister ablösen, Dämonen und was auch immer, was denen da alles einfällt mit Außerirdischen und also gibt es ja ganz viele Geschichten. Mhm. Und wenn alles ohne ein zweites ist, dann müssen das ja auch nur Geschichten sein. Hier gibt es noch was Wichtiges zu sagen. Das ist auch eine sehr schöne Frage von dir. Und zwar ist es so, die Einheit ist das, was ist. Also ist die Einheit auch die Geschichte. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Der Traum ist auch das Sein als Traumsein. Das heißt, das Sein kann sich als alles zeigen. Wie du es gerade gesagt hast, als Außerirdische von mir aus, du hast so gesagt, Gestalten und Wesen und so weiter, als problematische Lebenssituation. Das Sein ist das, was ist. Punkt. Und jetzt ist es so, alles ist die höchste Wirklichkeit, weil es nur die Wirklichkeit gibt. Wir können also nicht sagen, ja, das sind alles nur Geschichten und die Realität ist das ewige Sein und wir müssen das loswerden. Das ist auch eine Geschichte. Das heißt, das Leben so leben, wie es sich individuell für jeden gestaltet, es so annehmen und zulassen, um damit nach innen zu gehen und die Fülle des Seins wieder zu sein, dann kommt automatisch in jedes individuelle Leben Ordnung rein. Und das ist dann wieder zum Wohle aller. Dann haben wir die Tagesthemen wieder harmonisiert. Wenn man aber jetzt alles so deklariert als, ja, das ist alles, die Welt da draußen ist Illusion, ist alles Maya, ist alles vergänglich, bleiben wir nur bei der Wahrheit. Da ist auch wieder ein Ego, das sagt, dass der Wandel draußen Illusion ist und das ewig strahlende Sein die Einheit ist. Ich habe gesagt, das, was ist, ist das, ohne ein zweites. Diese Welt mit ihrer Vergänglichkeit, mit ihren ganzen verschiedenen Kreationen und Glaubensmustern, ist die Einheit. Jeder Mensch, so wie er denkt, fühlt und handelt, ist schon die Einheit. Und für jeden ist es ja auch anders. Also. Das ist der Sinn. Das ist der Sinn. Jeder lebt praktisch nach seiner Gesetzmäßigkeit ergänzend zum Wohle aller. Stell dir mal vor, du hast einen Garten, wo nur eine Blumenart blüht. Es ist ja die Vielfalt. Das Göttliche ist ja die Vielfalt. Aber die Vielfalt ist die Einheit, die scheinbar als Vielfalt passiert. Das heißt, man kommt nicht intellektuell zur Einheit, dass man sagt, welchen Weg banne ich mir jetzt, dass ich ewiges Glück fühle und dann zum Wohle aller lebe und gleichzeitig immer das habe und kriege, was ich brauche? Nein, das ist wieder diese Vorstellung von, jetzt ist es nicht gut genug und wie komme ich da hin? Nein, wenn man jetzt hier einfach still wird, nach innen geht und fühlt, in diesem Fühlen, was keine Erfahrung ist, in dieser tiefen Meditation oder Seinsfühlung, wie wir es nennen wollen, da ist dieses Wissen von Einheit in sich selbst vorhanden, als alles und nichts. Und dann weiß man, jeder Mensch sagt die Wahrheit. Einheit, die sich scheinbar manifestiert als das individuelle Leben mit dessen Gedanken, Vorlieben und Schöpfungen. Und das geht dann eher synchron zu einem Ganzen und ergänzt sich. Wenn natürlich die Menschen auch. Übrigens, das Leid in der Welt ist ein Heilungsangebot. Es gibt einen Teil in der Welt an Menschen, die langsam aufwachen. Die bringen praktisch das Licht in diese Welt. Die Menschen, die schlafen, die haben sehr gute Absichten, nur leider aus dem falschen Frequenzbereich. Die bringen dann vielleicht die Dunkelheit unbewusst, ohne Absicht. Vielleicht ist es gut gemeint, aber letztendlich bringen sie halt den anderen Teil in die Welt. Dieser Teil dient aber dazu, dass sie aufwachen. Denn ein Mensch, der angenehm schläft, der schläft sehr lange. Ein Mensch, der einen starken Albtraum hat, der erwacht sehr schnell. Und so ist das Leid, was wir in der Welt haben, auch ein Heilungsangebot, weil es die Menschen wach macht. Nur ist es jetzt leider auch so in der heutigen Zeit, dass sich diese Frequenz des Egos global betrachtet mittlerweile gut gestärkt auch hat. Das heißt, der Mensch, ich gebe dir ein Beispiel, der geht jetzt geradeaus in die falsche Richtung.
dann kommen schon mal die Gedanken irgendwie, hier stimmt was nicht. Die ignoriert er, macht der NLP und geht einfach weiter. Dann kommen die Gefühle langsam. Ach, trinkt er ein Glas Rotwein, ignoriert die Gefühle und geht weiter. Irgendwann mal tun ihm die Beine weh. Er kriegt dann Knieprobleme, Arthrose und so weiter. Das Sein sagt die ganze Zeit, stopp, bleib stehen, du bist nicht auf Kurs. Das sind alles Heilungsangebote, die dich wieder in die richtige Richtung bringen wollen. Und du gehst immer weiter, nimmst du Betäubungsmittel. Und irgendwann kommt die Eskalation. Dann reden wir von Krebs, dann reden wir von Eskalationsstufen. Und dann, wie konnte das passieren? Das heißt, das Leid ist wie eine Navigation. Sobald man vom Kurs abkommt, sagt das Navi, bitte wenden. Das Leid im Leben will uns zeigen, wir sind vom Kurs abgekommen. Und so hat das Leid in dieser Welt seinen Platz. Es kann uns wieder den Weg nach Hause führen. Sobald wir umkehren. Letztendlich ist auch das, sag ich jetzt mal, egal. Ja. Oder? Also, weil wir haben ja vorher gesagt, ja, jeder hat seine Welt. Mhm. Und das ist einfach seine Welt. Also muss ich ja auch nicht in die Welt der anderen schauen. Gut, es kommt auf den Kontext jetzt an, wie man es betrachtet. Aus letztendlicher Sicht ist alles letztendlich vollkommen, wie es ist. Und das kann man in sich fühlen. Aber diese Vollkommenheit passiert ja auch als relative Ebene. Und da ist natürlich Denken, Fühlen und Handeln die Tagesordnung. Da will das Sein sich praktisch aus sich selbst heraus immer wieder aufs Neue erhalten, ergänzen und ins Gleichgewicht immer wieder bringen. Das ist so wie im Körper. Jeden Augenblick die Körperfunktionen sich immer wieder neu ergänzen und so, dass das Gleichgewicht im Körper bestehen bleibt. Das heißt, wenn sogenanntes Erwachen passiert, ist das nicht so, dass man zu Hause sitzt und sagt, alles ist gut, wie es ist. Das weiß man als der natürliche Zustand. Aber dann geht man raus, trotzdem in die Welt und guckt, wie kann ich dienen? Wir nennen es jetzt einfach mal die Wahrheit, Liebe. Es ist wundervoll, wenn das Sein sich als sein eigener Prozess zeigt, wo Menschen aneinander als die Einheit sich gegenseitig ergänzen, lieben, einander teilen und helfen. Das heißt, desto wacher und bewusster du wirst, desto mehr wirst du dich um die anderen mitkümmern. Du selber wirst nicht mehr so viel brauchen und versorgt sein. Es ist eine Freude, zu dienen und zu teilen. Und dann guckt man, dann schaut man, dann sieht man und dann sagt man, schau mal, was will dir das Leid sagen? Kehr um. Das ist genau. Alles. Es ist alles vollkommen. Es ist eine Betrachtungsweise, was du sagst. Eben. Es ist ungefähr so wie vertraue Gott, aber binde dein Kamel an. Es hat so was Ähnliches an sich. Da ist die Gewissheit, Frieden, alles ist gut, aber gleichzeitig, wie kann ich dienen? Was kann ich tun? Aber eben als Diener und nicht als Person. Ja, sagen wir mal so, Diener impliziert ja indirekt auch noch vielleicht eine Person, die vielleicht dienen will. Aber ich weiß natürlich genau, was du damit sagen wolltest. Ja, man könnte sagen, es ist einfach eine natürliche Resonanz zu dem. Es ist einfach Freude. Es passiert automatisch. Es ist so, da fällt jemand hin und du gehst da nicht einfach weiter. Du hebst die Person auf und sagst, so, kann ich dir helfen? Das Ego denkt immer, oh, ich brauche was. Was kann ich haben? Ich fühle mich nicht erfüllt. Ich bin unglücklich. Und dann sammelt das Ego gerne. Das Sein ist so, es ist Überfluss. Das Sein ist verschwenderisch. Es ist unendlich. Man kann es nicht erschöpfen, diese Freude. Das geht raus und sagt, hier, nimm, da, was brauchst du? Und letztendlich ist es ja ganz einfach, weil jegliche Heilung entsteht mit dieser Verbindung oder aus dieser Verbindung heraus. Natürlich. Ich meine, was wir hier reden, ist eine Ganzheitlichkeit. Nehmen wir jetzt mal an, also der menschliche Körper ist ein Energiephänomen. Das heißt, es ist die Lebenskraft, die das Immunsystem darstellt, die den Körper am Leben erhält. Und der einzige Grund, weshalb sie gestört werden kann, sag es mal vorsichtig auch in der Regel, wir müssen noch ein bisschen die DNA und ein bisschen das Schicksal noch hinzurechnen, aber sagen wir mal den überwiegenden Teil, ist ja eigentlich, wenn dieser Lebensfluss blockiert wird. Das heißt, ein Mensch kommt gesund zur Welt, als Beispiel, wird dann irgendwie krank, die Lebensenergie wurde blockiert. Wodurch? Durch die Identifikation mit dem Denken.
Wenn man jetzt negative Gedanken hat und man identifiziert sich nicht mit diesen, gibt es kein Problem, weil die emotionale Ladung bleibt aus. Man kann theoretisch den ganzen Tag mit negativen Gedanken rumlaufen. Wenn man diese sieht und sich damit nicht verwechselt, bleibt dieses negative Gefühl aus. Es ist das negative Gefühl, was die Realität gestaltet und was den Körper schaden kann. Es sind nicht die Gedanken. Die Gedanken sind nur Schablonen. Die Gefühle, die dadurch in den Körper reingeladen werden, die machen es aus. Und dann kommt jetzt immer wieder die Frage, warum kommen Menschen krank auf die Welt? Das habe ich eben rausgeholt. Ich habe eben gesagt, in der Regel ist es die Unterbrechung des Lebensflusses durch Identifizierung mit Denken und Fühlen, was das hervorbringt. Und die einzige Heilung ist natürlich wieder die Rückführung zu dem Lebensfluss. Wenn man jetzt Chemie nimmt, Antibiotika und was auch immer, dann ist es ungefähr so, da ist ein Spatz oder eine Raupe, dann schmeißt man eine Atombombe in den Garten, dann ist die Raupe kaputt, aber der Garten auch. So, das kennt man halt an Nebenwirkungen, wo ja da so bestimmte Statistiken auch im deutschsprachigen Raum sind. So. Und selbst dann, wenn nachher die Keime ausgerottet sind, ist es ja eher das Immunsystem, die Lebenskraft, die den Körper wieder aufbauen kann. Es gibt kein Medikament in der Pharmaindustrie, was den Körper heilen kann. Es gibt nur Medikamente, die Schadstoffe unschädlich machen können und gleichzeitig auch noch Dinge mit, die eigentlich man nicht schädigen sollte. Aber es ist immer die Lebenskraft, das Immunsystem, was den Körper stärkt. Und wenn man das nicht mehr blockiert durch Identifikation mit Denken und dem Fühlen, durch Erwachen und Bewusstwerdung, muss ich auch vorsichtig sagen, ist die Wahrscheinlichkeit weitaus höher, gesund zu leben. Wir haben ja heute noch dadurch, dass 7 Milliarden Menschen existieren und davon der größte Teil aus einem unbewussten Zustand denken, fühlen und handeln, Strukturen, die auch gesunde Menschen krank machen können. Wenn die jetzt hier einen Handymast auf mein Dach setzen und alle klatschen, ja super, haben wir einen besseren Empfang. Und ich habe dann die ganzen Skalarwellen nachher im Gehirn. Und dann kommt hier noch ein riesen Windrad, noch vielleicht ein Atomkraftwerk vor der Tür oder eine Wasserader oder was auch immer. Dann können auch Menschen, die bewusst sind, die aufgewacht sind, krank werden. Oder wenn ich in einen Bioladen gehe und überall sind irgendwelche Verpackungen, Aluminium, die giftig sind, die dann ins Blut gehen. Also wir haben heute einen Punkt erreicht, wo auch ein bewusster Mensch, der nicht identifiziert ist, der wach ist, der voller Kraft ist, geschwächt sein kann, weil einfach zu viele andere Strukturen durch ihr Denken, Fühlen, Handeln in die Welt gebracht haben, die auch dann den bewussten Menschen schädigen können. Jetzt kommen wir auf deine Frage zurück. Das habe ich eben rausgenommen mit der Regel. Es gibt natürlich auch Schicksale, wo ein Kind schon krank geboren wird. Wir nennen es dann, wenn DNA-technisch schon etwas vorliegt bei Geburt oder etwas schiefgegangen ist und so weiter. Ja, das gibt es natürlich auch. Das ist auch natürlich das Sein, die Einheit, die sich als dies zeigt. Das ist dann für die Eltern eine Herausforderung. Und das passiert auch nicht umsonst. Das Sein ist seine Resonanz. Das Sein ist sein Resonanzgesetz. Nichts passiert zufällig, auf relativer Ebene gesprochen. Auch wenn alles die Einheit ist, ist die Einheit auch die Vielfalt mit ihren Naturgesetzen. Es kann niemand sagen, alles ist eins und die Naturgesetze sind jetzt ausgeschaltet. Nein, die Naturgesetze sind die Einheit. Kein Schritt ohne Folge. Und wenn sich so etwas dann zeigt, der Schlüssel ist auch hier Liebe. Denn ich verrate auch nochmal ein Geheimnis. Was du wirklich willst letztendlich im Leben, ist glücklich sein. Wenn wir das Wort jetzt einfach mal nehmen oder erfüllt sein oder Liebe, nehmen wir mal das Wort glücklich sein. Und du denkst, wenn die Umstände so sind, wie du sie dir vorstellst, dann kann das sein. Und es ist auch gesund, Vorlieben zu haben. Auch ich habe Vorlieben nach wie vor. Das ist das Sein in Aktion, das Sein als Vincenzo sein, der auch seine Vorlieben hat. Aber das Wissen, dass das Sein, das Glücklichsein, keinen Namen hat, das ermöglicht die bedingungslose Liebe. Dann kann man mit all seinen Schicksalen trotzdem in Frieden sein, ohne dagegen zu kämpfen. Und dann sind die Wunder, die schon immer passiert sind und weiter passieren werden, sehr nah. Aber das, was ich sage, kann kein Ego umsetzen.
Ein Ego kann das nicht. Das Ego, das, für was du dich hältst, die Stimme im Kopf, die lebt vom Widerstand. Die will leiden, die will Schmerz. Freude, Liebe, Erfüllung, Stillsein, das ist der Tod für das Ego. Wenn ich jetzt denke, ich bin Vincenzo, ich bin der und der, ich, und jetzt bin ich still, dann hat es die Stimme nie gegeben. Das ist der Tod des Egos, Tod der Stimme. Und diese Stimme im Kopf, als das Sein, was auch eine gewisse Intelligenz hat, wird alles versuchen, um dich an der Nase herumzuführen. Spiritualität, Suchen nach Erleuchtung, das ist eine super Methode, um weiterhin identifiziert zu bleiben. Denn was hat dich denn dazu motiviert, überhaupt nach Erleuchtung, Erwachen oder Einssein zu streben? Natürlich, dass die Fassade nicht so ist, wie sie war. Viele Menschen haben erst versucht, ihre Erfüllung zu bekommen in der äußeren Welt. Und wenn sie es nicht geschafft haben, versuchen sie es in der spirituellen Welt oder in der okkultistischen Welt, wollen okkulte Kräfte entwickeln. Das sind ja letztendlich alles Fluchtversuche von sich selbst. Und wenn man das Widerstreben sieht, hört es auf. Das Ego kann nicht aufhören zu streben. Wenn das Ego aufhört zu streben, ist das Streben das Aufhören wollen zu streben. Das Ego kann niemals aufhören zu streben. Aber wenn man das Streben sieht nach etwas, hört es von selber auf. Wenn das, was schaut, sich seiner selbst bewusst ist, kommen die Dinge von selber wieder in Ordnung. Das hat nichts mit Tun oder Nichts zu tun. Das ist Sein. Aber jetzt habe ich noch mal eine letzte Frage in diese Richtung, weil ich weiß, dass da am meisten die Menschen leiden. Aber stell dir mal vor, du bist der Beobachter von Krankheit bei Kindern, ja? Ja. Das ist ja eins der schlimmsten Geschichten. Aber diese Krankheit bei Kindern eben nicht zu bewerten und nicht schlimm zu finden, hätte wahrscheinlich das größte Heilungspotenzial. Nein, das ist hier nicht gesagt worden. Es geht nicht darum, dass man sich selber betrügt. Wenn ein Kind krank ist, dann ist das nicht schön. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht krank. Weißt du, was ich meine? Oftmals werden ja Kinder als krank abgestempelt oder was auch immer, obwohl es eigentlich gar keine Krankheit gibt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß auch, welche Erkrankung du meinst jetzt gerade. Natürlich, die Pharmaindustrie muss natürlich auch Umsätze machen. Wenn man jetzt ein Kraut hätte, was im Garten wächst, was alles heilt, dann wäre das Unternehmen pleite. Das ist schon klar. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Gut. Aber schau, man soll sich nichts schönreden im Leben. Das wollte ich sagen. Wenn ein Schicksal passiert, was nicht schön ist, sagen wir mal, ein Kind ist krank, so. Und dann soll man nicht hingehen und sagen, ja, das ist die Einheit. Nein, man fühlt den Schmerz, man fühlt die Trauer, man hat das Mitgefühl und da ist der Wunsch da, alles zu tun, um zu helfen. Und wenn man dann nach innen geht und diesen Schmerz zulässt, dass man traurig ist, dass man das nicht sehen will, dass das einem leid tut, dass man sein Bestes geben will, aber nicht weiß wie, wenn man all diese Gefühle zulässt, ist man in dem Moment nicht damit identifiziert. Und dann bleibt man in seiner Kraft. Und das ist das Entscheidende. Und wenn man dann in seiner Kraft bleibt, weil man sich mit dem Leid nicht identifiziert, wenn man ein Kind krank sieht, als Beispiel, kann man dem Kind viel mehr dienen mit 100%, als wenn man nur noch 20 übrig hat, weil man an dem Leid zugrunde geht. Das kann man aber als Ego nicht umsetzen. Man kann nur als Ego damit beginnen, scheinbar nach innen zu gehen, den Zugang zu finden. Und nach entwickelt man diese Stabilität im Leben, dass man lernen kann, in dieser Welt, auch wenn sie Einheit ist, auch wenn sie Seligkeit ist, auch wenn sie das ewige Leben ist, als relative Ebene das Leid in dieser Welt zu ertragen, bei sich zu bleiben und aus voller Energie zum Wohle aller das Richtige zu tun in jedem Augenblick. Und wenn man nichts mehr tun kann, dann sagt man, dein Wille geschehe, dann leidet man, dann ist man traurig, dann lässt man diese Gefühle zu, dann ist es halt so. Man hat aber dann sein Bestes, sein allerbestes wirklich gegeben. Und dann kommt man damit auch besser klar. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ratschlag, weil das sind ja diese Mitleiden, Sachen, die wir von anderen annehmen und dann nicht wissen, wie wir umgehen sollen. Das ist eigentlich
eins der schlimmsten Sachen, die wir Menschen automatisch machen, wobei wir dann weder uns noch irgendjemand anderem helfen können, so wie du gesagt hast. Ja, ich habe in meinem Umfeld in den letzten Monaten viele Menschen sterben sehen und auch jetzt gerade ein kleines Kind ist betroffen, das gerade auch schwer krank ist, und ich höre es an allen Ecken und Kanten. Das ist, also in den ganzen Jahren habe ich noch nie so viele Schwerkranke und Todesfälle gehört, wie in den letzten Jahr oder zwei. Ich weiß auch, womit es zu tun hat. Das ist natürlich kein Zufall. Wir wollen jetzt nicht, dass der Kanal gesperrt wird. Deswegen werde ich zu diesen Sachen jetzt spezifisch nicht drauf eingehen. Aber was ich sagen darf, ist, solange die Menschen nicht wissen, wer da was sie wirklich sind, merkt euch diesen Satz. Gut gemeint ist nicht gut. Gut ist gut, aber nicht gut gemeint. Wenn ihr es gut machen wollt, hier, gut gemeint, das sind die Tagesthemen, die ihr jeden Abend seht. Das ist gut gemeint, aber nicht gut. Und solange wir beim gut gemeint sind, weil wir nicht wissen, wer da was wir sind, denn Unwissenheit schützt nicht vor Konsequenz. Die Konsequenz kann ein Heilungsangebot sein, denn Leid macht wach. Aber irgendwann mal, denke ich, haben wir genug gelitten. Dann ist es mal an der Zeit, an die Wurzel zu gehen, aufzuhören, durch den Traum zu erwachen, sondern einfach direkt zum Erwachen zu gehen. Ich habe da immer dieses Beispiel mit den zwei Farbeimern. Wenn man einen Pinsel in eine schwarze Farbe taucht, egal was man malt, es wird die Farbe schwarz haben. Wenn man einmal den Pinsel in das Weiß oder in das Gold von mir aus symbolisch reintaucht, wird man immer diese Farbe kreieren. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Menschen genug gelitten haben und jetzt einfach den Weg mal nach innen finden oder sich reinfallen lassen und alle gemeinsam daraus denken, fühlen und handeln, zum Wohle aller. Weil meine Kindheit, sage ich mal, hatte auch Höhen und Tiefen. Aber wenn ich die Kinder sehe, ich bin selber Vater, die Kinder, die Kleinkinder vor allen Dingen, wo die gerade reingeboren werden, wo sie jetzt reinwachsen, wie die Zukunftsperspektiven sind. Also es ist ja, langsam ist es wirklich gut, denke ich. Ich hoffe mal, dass jetzt mal eine Wende kommt, dass viele Menschen nach innen gehen. Also viele gehen schon nach innen. Ja. Hier in der Gruppe, 3.900 Leute schon mal. Oh. Finde ich, bin ich ganz glücklich darüber, weil sonst würden sie diesen Gruppennamen nicht gut finden, oder? Sei wer du wirklich bist. Und jetzt wollte ich doch noch mal kurz hier schauen, wenn ihr eine Frage habt. Was habe ich denn hier unten? Die Maria hat was geschrieben noch. Kann ich denn nicht Einfluss auf meinen Körper nehmen und die Umstände wie Strahlung machen mich nicht krank? Also wenn ich aus der Bewertung rausgehe, dass mich was krank macht, dann bin ich nicht krank? Ja, also es ist Folgendes. Wenn es geschehe dir, wie du glaubtest, hat Jesus schon gesagt. Wenn du natürlich weißt, wer oder was du bist, oder alleine, wenn du nach innen gehst und kommst schon mal in Berührung mit deiner Quelle, mit deinem Sein, hast du natürlich ein viel stärkeres Immunsystem, du bist viel mehr energetisiert und du bist somit auch viel robuster gegenüber den ganzen Strahlenfaktoren und Umweltfaktoren, die heute schädigend sind. Definitiv. Die Menschen, die natürlich eine höhere Frequenzhaltung an den Tag legen, sind definitiv die Menschen, die diese, ich nenne es eigentlich schon mittlerweile Menschheitsreduktion in der Zeit, in der wir heute leben. Denn all die Strukturen, die heute gemacht werden, da sind kaum noch welche bei, die für die Gesundheit des Menschen sind. Egal, ob es jetzt Nahrung, Ökonomie, beziehungsweise unser Geldsystem oder ob wir jetzt zum Thema Gesundheit und also Medien, es ist eigentlich egal, welche Richtung wir gehen. Dieser Ego-Geist mit seiner Resonanz macht mittlerweile die Strukturen so scharf, dass die Gesundheit so in Frage gestellt ist für viele, dass wir es schon fast heute eine Menschheitsreduktion nennen können. Diejenigen, die sich vielleicht hier und da noch ein bisschen
ja, ich will sie jetzt nicht die Insider nennen, aber die so ein bisschen hier und da sich noch schlau gemacht haben, die wissen, dass das nicht ganz von ungefähr kommt, was ich gerade sage. Und wenn man dann natürlich bewusst ist, wie Jesus schon sagte, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Das sind dann die, die überleben praktisch. Die Menschen, die bewusst sind, die wach sind, die heutzutage noch Wert drauf legen auf gute Nahrung, gutes Wasser, die energetisiert sind, die werden natürlich gesünder und besser dastehen, definitiv. Und die sind dann attraktiv als Vorbild. Ob es jetzt reicht, um vollkommen die heutigen Belastungen zu resorbieren, das kann ich natürlich nicht versprechen. Vielleicht bei manchen wird es so sein, vielleicht bei manchen nicht. Das muss man selber herausfinden. Man wird es ja sehr schnell merken. Hier kommt noch eine Frage. Wie kann ich ein Kleinkind begleiten, dass es im göttlichen Sein erwachsen wird? Ja, also praktisch, wie kann man ein Kind von klein an trainieren oder coachen in dem Sinne, dass es die Verbindung hält? Meinst du das damit? Ich denke, ja. Ja, gut. Ich habe es, ja, also wenn es die Frage ist, jetzt höre ich dich gerade vom Ton nicht. Schade, ist gerade der Ton nicht da. Warten wir mal ganz kurz, ob die Verbindung nochmal kommt. Also, jetzt höre ich dich. Okay, dann einfach beantworten. Ich glaube, in irgendeinem Video hast du das auch schon mal beantwortet. Ja, also ich habe es mit meiner kleinen Tochter spielerisch gemacht. Ich habe von klein an immer wieder mit ihr spielerisch ein paar Übungen gemacht. Ich habe gesagt, komm mal her, gib mir mal deine Hand, guck mal, merkst du hier was? Ja, guck mal auf deinen Kopf, merkst du da etwas Energetisches, siehst du? So, und jetzt gucken wir mal bei deinen Spielsachen, ist das da auch? Geh mal zum Baum, ist das da auch? Und so hat sie gelernt, immer diese Seinsfühlung, dieses Energetisierte wahrzunehmen. Und dann habe ich auch beigebracht, schau mal, du hast doch Gedanken im Kopf, die kannst du doch sehen. Wer sieht das? Hast du gerade schlechte Gefühle? Wer fühlt das? Also man kann spielerisch ein Kind von klein an, aber spielerisch, es sollte jetzt kein disziplinärer Ablauf sein. Kinder sollen natürlich auch Kind sein, Spaß haben, es muss Freude sein. Aber man kann es nur dahingehend fördern, dass eine Öffnung dafür bleibt. Die Identifizierung wird stattfinden im Kleinkindalter. Das gehört zum Plan. Das Sein will sich mit seiner eigenen Schöpfung identifizieren, nach sich selbst auf die Suche gehen, um letztendlich zu erkennen, dass es schon immer die Einheit war und dass nichts hier passiert ist. Da kommt man nicht dran vorbei. Aber wenn natürlich dieser Zugang geöffnet ist und geöffnet bleibt, ist natürlich die Chance höher, dass die Entwicklung des Kindes für sich selbst und für andere vorteilhafter laufen kann. Ich muss immer das Wort kann benutzen, weil das Sein ist ein Mysterium. Das Sein, das habe ich in meinen Jahren erfahren, ist ein Mysterium. Was ich sage, sind immer nur Vorschläge, Modelle, Möglichkeiten. Ich kann niemals sagen, so ist es und Punkt. Das Sein ist ein Mysterium. Also gibt es keine Regeln. Was heißt, es gibt Naturgesetze, aber es gibt, alle Möglichkeiten sind immer offen. Es gibt Menschen, die suchen ein Leben lang nach der Einheit und es wird nicht gesehen, dass die Gedanken nach der Einheit suchen. Und das, was sie wirklich sind, beobachtet eigentlich die Gedanken, wie sie danach suchen. Das heißt, das, wonach du suchst, ja, das heißt, du beobachtest dich praktisch bei der Suche nach dem, was dich dabei beobachtet, in anderen Worten. Wenn diese Umschaltung nicht passiert, das heißt, die Gedanken sind darauf eingestellt, ich suche jetzt in der Spiritualität, weil die Welt mich nicht befriedigt hat, dann muss das gesehen werden, dass die Gedanken nach spirituellen Erfahrungen suchen. Und man selber ist schon dieses klare Sehen, aus dem diese Freude des Seins, die alles und nichts ist, passiert oder ist. Und solange diese Umschaltung nicht passiert, kann man 100 Jahre nach Einheit suchen. Es sind dann immer die Gedanken, die statt ich möchte Ferrari fahren, halt Erleuchtung gewählt haben. Aber ich kann doch auch erleuchtet Ferrari fahren, oder? Ja, natürlich. Man kann erleuchtet alles machen, was man will. Aber genauer gesagt ist es so, dass es natürlich keine Erwachen oder keine Erleuchtung gibt. Es gibt nur den natürlichen Zustand, der scheinbar als diese Welt passiert. Und das ganz Interessante ist, es gibt Menschen, die sagen zum Beispiel, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, die weltlichen Dinge machen nicht glücklich. Das sagen viele spirituelle Menschen. Die weltlichen Dinge, wie viel Geld haben und
du hast jetzt Ferrari fahren gesagt, machen nicht glücklich. Ich sage, viel Geld haben macht aber auch nicht unglücklich. Es ist eine Frage des Bewusstseinszustands. Wenn du weißt, wer du bist, kannst du vorm Mülleimer glückselig sitzen, kannst aber auch Millionen auf dem Konto haben, glückselig sein. Die Menschen, die im Porsche sitzen, viel Geld haben und unzufrieden sind, die sind nur unzufrieden, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Die äußeren Gegenstände können nichts dafür. Der Porsche hat denen nichts getan, das Geld kann nichts dafür, das Penthouse kann nichts dafür. Das ist alles Einheit, das scheinbar als Haus oder als Geld passiert. In Wahrheit sind alle Dinge vollkommen, wie sie sind. Es ist nur die Nichtkenntnis, die die Dinge negativ bewerten lassen. Das sind dann die Menschen, die sagen, ich verlasse die Welt und gehe in den Urwald und suche mich selbst. Wenn sie sich selbst gefunden haben, kehren sie meistens wieder zurück auf den Markt, weil sie dann verstanden haben, dass die Welt unschuldig war. Das finde ich super, super wichtig, weil gerade die Menschen, die ja scheinbar, ich liebe das, wenn du auch immer scheinbar, weil es ist ja alles scheinbar, die scheinbar heiler sind, sich eben meistens so nichts erlauben, weil sie halt glauben, sie können nur gute Heiler sein ohne einen Ferrari in der Garage. Und das stimmt einfach nicht. Ja, da ist die Interpretierung hängen geblieben, könnte man sagen, was aber auch kein Problem ist, aber es ist halt eine Tatsache eventuell. Also es gibt natürlich auch Menschen, die sind einfach so gestrickt. Sie sagen, ich habe jetzt viele Jahre im Luxus gelebt und es hat sich für mich abgenutzt und ich lebe gerne auf dem Berg in einer Höhle. Das gibt es natürlich auch. Das ist absolut in Ordnung. Das ist alles Einheit. Aber es gibt auch die Menschen, die du jetzt sagst, die natürlich erstmal eine Abneigung gegen die Welt haben, weil sie interpretieren ihr Leid auf die Welt. Die sagen, ich fühle mich schlecht, weil ich hier lebe, weil ich diese Nachbarn habe, weil der Partner nicht das tut, was ich will, weil die Schwiegereltern so und so sind. Also das Ego sagt immer, du bist schuld, du, alle, ihr seid immer schuld. Und dann liebt es den Rückzug. Ah, dann hat es seine Ruhe und dann kann es besser nach innen gehen und sich konzentrieren. Das ist okay, das ist auch gut. Wenn es funktioniert, hat es auch seinen Platz. Aber in der Erkenntnis weiß man, es gibt nur das. Das als die Welt, das als das Leben, das als die netten Nachbarn oder was auch immer. Und dann, wer weiß, vielleicht lebt man dann im Luxus, vielleicht lebt man dann doch im Wald. Ich sag mal so, die Seligkeit ist nicht übel. So cool. Also ich finde das wirklich wichtig, weil ich finde, damit muss mal aufgeräumt werden. Ja. Weil das sind so Vorurteile, die Menschen noch unfreier machen, zusätzlich. Auf jeden Fall. Denn allein logisch betrachtet, theoretisch kann man schon so sehen, das, was ohne ein zweites ist, wenn man das Wort nimmt, ohne ein zweites, meine Webseite heißt ohneeinzweites.com, dann hört man ja schon raus, dass es nicht etwas geben kann, was nicht das ist. Das heißt, was für eine Logik soll das sein? Ich bin ich selbst, wenn ich, also ich in der Wüste stehe und wenn ich jetzt im Kaufhof auf der Rolltreppe bin, bin ich nicht mehr ich selbst. Dann, das ist ja Schwachsinn, alleine von der Logik betrachtet. Aber die Konditionierung des Egos, die ist so. Sie braucht immer die Polarität. Wir haben zwei Hirnhälften. Wir sind duale Wesen. Tag, Nacht, Yin, Yang und so weiter. Und der Mensch, solange er sich für den Menschen hält, braucht er gut, schlecht. Er braucht die Polarität. Also muss er immer in Beziehung zu etwas sein. Ich bin spirituell, also weg mit dem Luxus. Oder Spiritualität ist alles Humbug, also her damit. Er muss immer einen Standpunkt haben. Er muss immer eine Partei haben. Er muss immer eine Abgrenzung haben. In der Einheit bedingt nichts mehr. Das, was ist, ist das Gesuchte. Punkt. Und wenn etwas auftaucht in der Einheit, was sich nicht gut anfühlt auf relativer Ebene, dann ist das Gesuchte, dass das, was sich nicht gut anfühlt, in Ordnung gebracht wird. Es gibt in der Einheit keine Widersprüche. Diese Welt mit ihren wandelnden Formen, die Tag und Nacht repräsentieren, wo Leid und Glück sich die Waage halten auf relativer Ebene, das alles ist Potenzial, ist das Gesuchte. Und wir gehen bewusst da rein und bringen Ordnung rein. Und das nennen wir zusammengefasst Liebe. Da brauchen wir keinen Standpunkt von, das ist spirituell, das nicht, das ist intelligent, das nicht. Ich meine, wenn wir die Experten fragen, welche Experten?
Für welche Institutionen arbeiten die? Wer bezahlt die? Welche Experten sind das? Die raten natürlich, dass wir das tun, was in den Interessen steht, der Autoritäten. So nennen sie sich zumindest Autoritäten. Aber der Mensch, wenn er nach innen geht, der weiß, was zu tun ist. Er ist dieses Wissen. Und das ist die Ordnung. Und deshalb freut es mich natürlich, wenn es immer mehr Menschen werden, die jetzt nicht mehr die Schuld auf die anderen schieben, die sagen, du bist schuld, sondern wenn dieser Finger jetzt hierhin geht, nach innen, die Verbindung und daraus gedacht, gefühlt und gehandelt wird, zum Wohle aller. So schaut's aus. Ich habe jetzt auch hier überhaupt keine Frage mehr. Das ist ja auch gut. Und vom Vincenzo gibt es ganz viel. Meditation TV auf YouTube, richtig? Ja, ich habe einen kleinen YouTube-Kanal, Meditation TV. Da aber vielleicht ist er ab morgen ganz groß, weil jetzt alle dort gucken gehen. Und unbedingt abonnieren, auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischaut. Dann machst du Satsangs, das sind, erklär mal kurz, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, was das ist. Ja, also ich nenne es Satsang. Das ist, ich lade Menschen ein zu mir in eine Räumlichkeit. Dort repräsentiere ich in Anführungszeichen eine Art Frequenzhaltung. Das heißt, die Menschen, die kommen, können sich dann leichter verbinden mit ihrem wahren Sein. Dann passiert praktisch dadurch, dass wir in einer Gruppe sitzen, diese Frequenzhaltung. Wichtig ist natürlich, dass halt einer dabei ist, der die Frequenz hält. Das wäre dann scheinbar der Vincenzo. Und dadurch können die Menschen tiefer in ihre wahre Natur sinken. Natürlich gibt es dann viele Fragen, viele Zweifel, die dann geklärt werden in Form von Impulsen, die ich von meiner Seite dann bringe. Alles, was ich dort bespreche, dient natürlich letztendlich nur dazu, die Zweifel der Menschen zu lösen, die kommen, sodass sie tiefer in sich hineinfallen können. Und diese energetisierte Gruppe dient natürlich dem Ganzen. Und diese Menschen tragen es dann nachher mit in ihren Alltag, wo es auch hingehört. Das ist natürlich nicht nur der Sinn, sondern diese Gruppe kommt und dann dort sich auflädt, sondern die Erkenntnis muss tief in den Wurzeln sinken, sodass es dauerhaft bei denjenigen bleibt als das wahre Sein und dann in den Alltag getragen wird, sodass andere wiederum zu ihrer Wurzel finden. Und das nennt man halt im Indischen Satsang. Satsang heißt dann eins mit dem Sein, übersetzt im Deutsch, kommt aus dem Sanskrit. Ich nenne es auch manchmal Non-Duality-Veranstaltungen, also Non-Duale, Nicht-Duale. Damit will ich andeuten, dass das, was da passiert, jenseits des Denkens ist, also auf der energetischen Ebene. Und da biete ich halt Treffen an in verschiedenen Städten, auch in der Schweiz, in Österreich. Auch Retreats biete ich an, die dann über mehrere Tage gehen. Das ist dann nochmal etwas intensiver. Ja, und natürlich ganz wichtig sind heutzutage die Einzelsitzungen, die ich anbiete. Auf meiner Webseite ohneinzweites.com kann man da natürlich nachschauen. Die sind natürlich auch hochenergetisch. Dort biete ich dann halt eine Stunde an, kann man dann live über Skype oder Telegram oder was auch immer eine Sitzung buchen. Und das Schöne daran ist, dann wird es ganz individuell, dann wird es ganz privat. Da natürlich kommt dann auch noch gleichzeitig die Funktion als Lebensberatung. Aber nicht Lebensberatung, wie der Versicherungskaufmann das macht, sondern in dem Sinne jetzt hier, ich höre nicht, was du sagst, ich höre, wie du es sagst. Ich höre die Frequenz in deiner Stimme. Und automatisch kommt dann das, was du brauchst, um zu erkennen, dass du nichts brauchst. Und so gibt es viele Menschen, die jetzt schon diese Einzelsitzungen buchen, die natürlich mit verschiedenen Themen kommen. Manche haben das Thema Beziehung, Partner, Krankheit, manche suchen Beratung im Leben, wie sie mit ihren Ängsten klarkommen. Da kann man halt noch individueller drauf eingehen, weil man halt zu zweit ist. Also, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Okay. Können wir noch ewig reden. Es ist so, so spannend, diese anderen Perspektiven einzunehmen. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, wo ihr den Vincenzo findet, wenn ihr mit euren persönlichen Fragen noch weiter in die Tiefe gehen wollt. Ich tue mich auf jeden Fall erstmal hier bedanken, dass du da warst, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Vielen Dank.
dass du hier meine Audience auch schon im Vorfeld begeistert hast und dass die mir so vertrauen, weil es ist ja nicht wirklich, sage ich mal, jedermanns Kost, was du hier lieferst. Ja, kann ich verstehen, aber naja. Aber wer weiß, in Zukunft werden das die 16 Uhr zum Kaffee-Gespräche sein. Wollen wir mal hoffen. Das wäre schön, oder? Finde ich auch. Mhm. Die schreiben hier noch alle ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich werde euch weiter informieren. Ich schreibe auch dann nochmal unter den ein paar Posts oder einen Post zumindest mit all deinen Angaben, obwohl ich das ja auch schon gemacht habe. Aber man kann es ja nicht so oft tun. Dann werde ich jetzt mal hier kurz abstellen. Also ihr Lieben, danke für die Herzchen. Kriegst Herzchen, danke. Vincenzo. Ja, danke.